Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Jo, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen weiter. Wir haben gestern im Livestream ja weitergespielt und ich hatte in der Nacht nicht so gut einschlafen können, habe ich noch ein bisschen weiter gemacht. Jetzt haben wir 7 Skelette und 4 Skelettmagier mit Feuerskillung. Schauen wir gleich mal. Ich möchte Ihnen noch eine Weisheit des Tages nennen. Besieg nicht den Drachen ohne Bewegungskills besiegen. Der Drache ist ein Boss von einem speziellen Nebengebiet und der hat einen extremen Reichweite-Skill, der one-shottet. Egal wie stark ihr seid. Also, ja, da müsst ihr schon eine Zählklasse haben und nicht einen Necromancer, der keine Bewegungskills haben. Jetzt bin ich leider mit diesem Charakter auch schon einmal gestorben. Es ist mir eigentlich nicht so wichtig, nicht zu sterben, aber es wird einfach deprimieren, dass es so schlecht balanciert ist, dass es einfach One-Shots immer wieder gibt und so Sachen. Ja, gut, es ist halt immer noch sehr früh, aber ja, es ist allgemein halt einfach immer doof, wenn du ein schlechtes, also ein Spiel, das noch nicht balanciert ist, spielst. Das ist immer so das Gefühl, nee, du möchtest gar nicht das spielen, weil du denkst, ja, du spielst noch nicht weit genug. 31,59. Na komm. Ich weiß es nicht. Also, wir haben jetzt vor diese Juggernaut. Ja, Dreadnought, genau. Durchzumachen. Und dann wieder in der Wüste. Die Wüste wird dann viel besser sein, wie wir viel mehr Schaden macht. Ich sehe das. Der Schaden ist eigentlich schon recht hoch. Ich habe noch wirklich kaum Crit Notes für die Minions. Aber ist eigentlich schon richtig toll. Also der Bild hat was von OP. Wie lange das in den Maps auch gut aussieht, weiß ich nicht. Aber es ist einfach so. Ich bin halt einfach nicht viel am Zocken. Ich kann nicht viel farmen. Und deshalb sieht es immer so aus, als würde ich irgendwann in den Maps gar nicht mehr weiterkommen. Ich werde immer gezwungen, einen neuen Charakter zu machen, damit er auch wieder Items finden kann. Weil, was ich nicht mag in diesen Spielen, dass die Monster immer wieder sich dem Charakterlevel von den Charakter, ja, einfach anpassen, oder? Dass sie immer wieder stärker werden. Und die meisten Games haben das einfach nicht im Griff, dass die Monster dann irgendwann viel zu stark werden oder viel zu schwach bleiben. Und ja, jetzt hoffe ich einfach mit diesem Bild mal, ja, weiterzukommen. Und ich halt einfach mal auch mal ein bisschen pausieren kann mit dem Charakterbild anschauen. Ich bin halt immer einer gerne der verschiedenen Charakterklassen ja, ausprobiert. Aber eigentlich will ich ja das Game auch irgendwie durchspielen können. Es geht einfach zu lange meistens. Man hat immer nur austestet, kommt man halt nie weit. Ist halt so, es ist noch in einer Beta, da tue ich sowieso immer gerne mehr testen. Und ja, ich habe einfach viel zu wenig Zeit, zum überhaupt viel testen. Ich habe ja jetzt auch wieder einen GTA Online Server. Und da muss ich halt auch sehr viel machen. Also ja, wieder. Ich habe ja eigentlich immer über Kollegen Lohnspielserver gehabt. Und jetzt habe ich einen GTA, also GTA Online, GTA, also GTA 5 Server. Man darf ja nicht GTA Online sagen, es ist ja auch online, deshalb meine ich. Aber ja, dass ich da halt auch sehr viel Zeit investieren muss und dann eben bei Last Epoch noch viel leveln muss und viele Aufnahmen machen muss und so weiter. Und ja, bald kommt ja auch der zweite Bildschirm, dann kann ich auch viel mehr livestreamen. Es ist einfach zeitlich bei mir ein großes Problem momentan, dass ich einfach zu wenig Zeit am Tag habe. Für einen Tag. Ja, und deshalb so ein bisschen immer wieder Besuchen komme, ja, da ein paar Sachen weniger zu machen. Und das möchte ich eigentlich bei Last Epoch wegmachen. Last Epoch bleibt mein ziemliches Hauptprojekt. Also es ist eigentlich immer das Hauptprojekt. Aber ich habe halt ein paar, ja, Wochen Pause machen müssen und so, weil OBS da irgendwie nicht
Also wenn du nur den Hintergrund aufgenommen hast, die Hintergrundprogramme und so, und nicht das Spiel. Und seitdem ich das wieder kann, da wieder ein Update gegeben habe bei OBS, habe ich einfach so mega Lust, das Spiel einfach als, auch wirklich als Heartbreak zu Let's Playen. Das macht einfach sehr viel Spaß. Ja. Und da ich es auch so wie das Spiel, dann habe ich auch wieder Bilder zum Nörgeln, aber ja. Das ist nun mal so. Gut, habt ihr auch so ein bisschen eure Meinung gesagt, dass es sehr, sehr unfertig ist, dass ihr unbedingt eine deutsche Version braucht und so weiter. Da bin ich ja nicht so am Verlangen. Also ich spiele gerne englischsprachige, also ja, englisch übersetzte Spiele, wo noch nicht im Deutschen übersetzt sind. Aber ja, ich möchte natürlich immer die deutsche Version spielen, wenn sie es gibt. Egal wie schlecht sie ist. Also Armor Shred möchte ich eigentlich auch noch nehmen. Ich mache jetzt einfach mal Abgasen, Curse und Blut noch. Tieren Skeletten als nächstes. Ich weiß nicht, 4% auf Minion Death. Ist ja bei diesen Dingen, weil die viel sterben, bei den Rites, eigentlich gut. Aber können Rites, Putrid White holen? Ja. Bekommen. Hier wollte ich rüber zu, ich weiß jetzt nicht genau wo. Das ist Flame Ride. Der ist ja eigentlich gut, der Flame Ride scheinbar. Aber wo ist Putrid Ride? Gibt's den so gar nicht? Ja, auf jeden Fall auf Krieg rüber. Also hier rüber. Ja. Da brauchte ich 3 Punkte. Das 1, 2, 3. Und das ist auf Level 12. Ich möchte lieber nicht Flame Rites und Damage haben. Ich bin in Crit, ich mache ein Crit-Build und das mache ich eher Crit Notes. Wie tun die Skelette. Ah doch, jetzt haben sie einmal geschossen mit dem Eisschuss. Manchmal ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich manchmal ja, mehrere Schüsse kein Eisschuss schießen. Also es nützt schon ein bisschen auf Armor-Schritt zu kommen. Ja, bin mal gespannt, ob es ist. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss ihn echt gut ausbalancieren, sodass der Bild nicht so direkt am stärksten ist, ohne viel Wissen. Wir müssen viel ausprobieren. Und ihr dürft mir gerne ein paar Tipps geben, weil ich bin jetzt gerade auch ein bisschen überfordert, was genau stark ist und was nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ihr könnt mir da besser helfen, als ich mir selber irgendwie Sachen testen kann. So halt einfach. Ja. Denke ich mal. Boah, machst du Schaden? Was ist jetzt das nur der Blitz gewesen? Ich glaube, ich muss defensiver werden. Naja. Eben, dass ich halt einfach sehr beschäftigt bin mit anderen Sachen, wie zum Beispiel GTA Online, also GTA 5 Server, Rollspiel Server. Und danach noch, ja, möchte ja wieder Minecraft bringen. Und GTA, Elder Scrolls Online. Und einfach das Gefühl habe, ich finde für das Game jetzt noch zu, also, werde einfach nicht erfahren, schnell genug oder so. Dass ich da eigentlich irgendwann mal auch ein bisschen die Lust verliere, ja, mich noch zu stärken, oder? Also, ich kann es dann nicht. Dass ihr mir vielleicht, wenn ihr das Spiel habt, ein bisschen aushelfen könntet, einfach so ein bisschen Gedanken machen könntet, was ich denn als nächstes denn machen soll und so weiter. Die Sache ist einfach, dass ich jetzt gerade schon wieder ein Beta habe, einen Vorschlag, aber ihr dürft gerne schon mal die Vorschläge in die Kommentare schreiben, die weiteren, es wird einfach nicht so schnell gehen. Das eine ist ja, diesen
Rip-Blut-Spell mal wirklich auszunutzen. Das habe ich ja eigentlich schon mehrmals gemacht, aber ich war nie so richtig zufrieden. Jetzt könnte ich zufriedener sein. Jetzt gab es auch wieder ein paar Patches. Und ich muss einfach ein bisschen mehr Geduld haben bei Einzelgegnerangriffen, also nicht AOE-Angriffe. Bin ich immer so ein bisschen schneller gelangweilt. Aber es könnte vielleicht auch spannender sein, wenn ich dann auch schneller angreife und so weiter. Ich habe jetzt auch bessere Items gefunden für diesen Spell sicher. Und ja, dieses eine Relikt. Ich hoffe, das ist einfach dann der Durchbruch, dass es mir auch Spaß macht. Und Rip Blut ist jetzt wirklich ein ziemlich interessantes Bild. Ja. Es ist wenigstens Blut. Blut und Morde. Und ja, bin mal gespannt. Also das wäre einfach mein nächstes Ziel, mal einen hochzutreiben. Ich werde ihn aber wahrscheinlich nicht im Let's Play. Boah, man macht doch nicht immer so viel Schaden. Wie soll ich mir jetzt defensiv eigentlich aushelfen? Das ist unglaublich. Ich bekomme immer fast One-Hit-Schläge. Ja gut, das wird wahrscheinlich ein Todesbild sein, aber wir können ja nicht so viel dafür. Das ist einfach, dass die Entwickler vergessen haben, den Necromancer auch defensiv zu supporten. Es gibt nicht kaum Support-Sachen beim Necromancer. Der Necromancer ist einfach Glass Cannon. Und ja, die Items sind natürlich auch wichtig, dass die Minion-Damage drauf war. Ah, liebe Entwickler. Immer sind die Beschwörer mega sensibel auf Schaden. Eieiei. Aber die Entwickler, jeder Entwickler lehnt es einfach nicht. Seit Diablo 2 oder 1 sogar ist in jedem Hack and Slay immer das Problem, dass Necromancer nichts aushalten, dafür die Minions. Oder auch die Minions nicht viel aushalten, aber es macht meistens immer nicht so viel Spaß, wie es eigentlich Spaß machen könnte, wenn einfach diese Charakterklasse ein bisschen ausbalancierter wäre. Bei Path of Exile ist ja auch lange der Necromancer die stärkste Klasse gewesen und hat auch nicht viel ausgehalten. Für nur random ein bisschen spielen, musstest du auch immer sehr viel grinden. Ja, es ist immer das Problem, oder? Aber gut. Die Entwickler lernen sicher einmal, irgendwann in 100 Jahren. Ja, mit Unity lässt sich ein wirklich gutes Spiel machen, also Last Epoch, glaube ich, über Unity. Das sind die Entwickler eigentlich gar nicht so erfahren, wie ihr denkt. Aber Unity ist einfach sehr gut zum Entwickeln, also ich würde gerne es genießen, wenn ihr mal ein Game für mich sein. Ja. Hack and Slay machen könnte, das mir ein bisschen besser gefällt, vom Balancen her und so. Endlich mal die Sachen fixen tun, die Genre-Sachen ja, betreffen, oder? Ich mag es einfach nicht, wenn jedes Spiel die gleichen irgendwelche Probleme hat mit Balancing. Da muss einfach mal jemand ein bisschen mehr Fleiß haben, zeigen. Ja, und es ist eben sehr leicht, also ich habe einfach zu wenig Zeit, aber andere haben da so alles physical. Ich mache kein physical Damage. Oder Bild ist näher. Feuerschaden. Da, Feuerschaden. Das ist etwas für uns. Okay, dann müssen wir leider noch ein bisschen andere Sachen gehen. Also machen wir hier weiter. Ägiswahl bräuchten wir unbedingt zwei Punkte rein. Einen. Ja, egal. Ja. Weil eben Last Epoch einfach ein ganz gutes Spiel ist, aber diese Probleme noch da sind und dann ich einfach wahrscheinlich zu süchtig werde, wenn die Probleme weg sind. Ja, und die habe ich ja in den letzten Parts schon genügend gezeigt. Also eins ist ja diese Sache mit den Questmarkierungen und einfach die Übersicht, wo man hinlaufen muss und so genau halt diese, ja, nicht ganz Zufall, also es ist ja gar nicht Zufall, aber es ist immer alles neu erkunden, oder? Das nervt.
dann eben die Engine hat mega CPU oder GPU oder beides Anforderungen, das ist also problematisch. Dann die deutsche Version, die erst Ende Jahr angekündigt wurde. Danach eben diese Gegner, die viel zu viele Spells casten und zu viel Schaden machen mit den Spells und Attacken, besonderen Attacken. Und ja, einfach auch dieses geschichtliche Überblick, die Items, genau, die Items ist halt noch ein bisschen das Problem. Aber sonst ist eigentlich alles in einem Top-Niveau. Okay, ein bisschen der Sound sollte ein bisschen fröhlicher sein, ein bisschen rockiger, genau. Aber was es eigentlich auch Gutes gibt, einfach diese Motivation, Items zu finden, Items zu sammeln, außer es sind halt einfach zu viele Spams. Danach einfach die coolen Charakterbeats, die möglich sind, endlich mal wirklich in Sauber extremst anzupassen, oder? Auf euren Geschmack. Es muss einfach noch ein bisschen mehr balanciert werden. Aber, ja. Ich bin einfach mega froh, das Spiel spielen. Es gibt so viele positive Sachen, sind nur auch schwer ein bisschen zu erläutern. Einfach diese Action, also die Schnelligkeit zum Beispiel mit den Skeletten. Die tollen Gebiete, abwechslungsreiche Gebiete. Die recht angenehme Grafik. Sie ist nicht schön, aber sie ist angenehm, vor allem für die Augen. Manche Glüheffekte, manche Sonneneffekte sind ein bisschen zu stark. Aber dafür einfach, ja. Es ist für mich einfach toll, auch ein Hack'n'Slay wirklich mit 3D-Grafik zu zeigen. Nicht 2,5D, wie viele moderne Hack'n'Slays noch sind, oder? Jo. Einfach die Möglichkeiten, zum Beispiel 100 Minions zu haben. Es gibt ein Bild im Forum vorgestellt über 100 Minions. Das mache ich natürlich nicht. Ich mache eher hochqualitative Minions. Und ja, Item Crafting, Item anpassen. Unix sind endlich mal was wert. In vielen Spielen sind Unix ja meistens irgendwie so beiläufig. Früher zum Beispiel bei Diablo 3. Jetzt sind Diablo 3 viele Items ja auch relativ wichtig geworden. Aber ich finde sie immer noch nicht so interessant wie jetzt zum Beispiel bei Last Epoch. Bei Last Epoch, da hast du ja zum Beispiel eine Mana-Rüstung. Da hast du Handschuhe zum Werfen von SKs, die werfen, Sachen werfen, oder? Dann hast du jetzt zum Beispiel einen Stab, der Minion Damage auf Fernkampf und Magie erhöht. Das ist der hier. Der hier. Und eine Rüstung, die Minions bluten lassen. Ich finde es einfach allgemein. Zum Beispiel ein Minion Set. 3 Teile. Ziemlich gut. Und so Sachen. Das motiviert mich einfach weiter zu spielen. Ich habe ja mega Freude drin. Das Spiel immer weiter zu spielen. Aber halt das Grinding und so tut mir meistens auch sehr langsam weiterkommen lassen. Ist einfach so. Das ist eine Herausforderung, die macht man aber gerne. Oder? Wir können jetzt auch noch nicht Items tauschen oder überhaupt zusammenspielen. Multiplayer kommt alles noch. Aber ja. Ey, die positiven Sachen sind viel besser als die negativen. Schlechte. Es macht mir einfach eine mega Freude, Last Epoch wirklich als Hauptprojekt anbieten zu können. Dass ihr wirklich Videos bekommt von mir. Und ich hoffe, dass es euch weiterhin auch so gut gefällt, weil momentan ist es recht gut am Kanal supporten. Also, ihr macht mir alle eine gute Unterstützung. Bietet auch sehr viel für meinen Kanal vor allem.
Das macht mir einfach glücklich, die Leute fröhlich zu sehen auf meinem Kanal. Und ja. Ich denke, es wird alles relativ viel besser jetzt im nächsten Moment. Ja, schon gehabt. Mehrmals. Aber irgendwas ist anders an dieser Rüstung. Nee, nee, es ist immer noch die gleiche. Minion Health können wir auch mal noch aufsparen. Weil ich jetzt ja ein Tutorial gemacht habe und auch wieder selber ein bisschen mehr Lust habe zum Craften, werden wir dann, denke ich mal, in einem der nächsten Parts mal ein bisschen craften, dass wir stärker werden. Dass wir dann zäher werden. Da könnt ihr mir auch ein paar Tipps geben, was ich genau machen soll. Also auf jeden Fall die Protections höher und das Leben höher machen. Aber halt auch die Crit-Chance für die Minions mal hochtreiben. Weil ich so Items halt jetzt noch nicht finden kann. So. Wir haben 21. Dauer, okay. Ja. Ich denke, ich werde bis zum nächsten Part, dann bis zum Endboss vom zweiten oder dritten Akt. Einfach bis zu diesem Made leveln. Oh, jetzt haben wir den einen Skillslot. Ich denke, Bone Golem ist wichtiger. Ich tue jetzt mal Transplant machen. Bei Golem, ja, ich brauche nicht so ein mega zähes Vieh. Einfach mal einen Punkt hier hin und dann hier runter gehen. Was? Wo ist jetzt dieses Vieh, das man. Ah, hier. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob wie stark das ist, aber ich möchte schon gerne das Minion noch spawnen. Ja. Die tun die ganze Zeit diese Rides. Wo ist jetzt hingegangen? Hm. Ja. Es ist ein Ausprobieren. Also. Nein, ich will nicht diesen Skill dort drauf haben, lieber Spiel. Jetzt mach das bitte weg. Eieiei. Ständig, aber immer ist es so, oder? Man muss immer zuerst noch ein bisschen Herzinfarkt bekommen, weil man denkt, oh, man stirbt jetzt, wenn man irgendwo in die Gegner teleportiert, sondern den Skill einsetzt. Mach das bitte raus, liebe Entwickler. Aber dieses automatische Zuweisen ist sowas von kacke. Oh, das ist echt gut, das nehmen wir auf 3. Jetzt können wir unsere Minions stärken dadurch. Immerhin glänzend blau. Ich habe einfach einen Skillslot zu gehen. Ich muss den Golem und Mark for Death rein tun. Also die normalen Skelette wegmachen. Macht das Sinn? Ja, da muss ich aber auch wieder die Passive dann rausnehmen. Hm. Ja, helf mir da bitte ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich den Minion skillen soll. Eigentlich ist ja nur eigentlich im Sinne Crit zu machen und die Skelette machen zu wenig Crit. Die Skelette sind ja eigentlich nur dazu, um einfrieren und halt physischen Schaden machen. Das brauche ich beide nicht. Also nur Mage halten die genug aus dann. Und den Golem. Hm, ich weiß es nicht. Ich habe Lust auf Süßes. Ah. Ich rede wieder zu viel. Ich habe jetzt eine Stunde mit einem Kollegen auf dem Fußballplatz geredet.
nach Hause gekommen. Ah, ich muss ja aufnehmen. Jetzt weiterreden. Und nachher noch mit dem Bruder HD reden. Mit dem Grundspieler. Oh ja. Yeah. Ich rede einfach am Tag viel zu viel. Wer muss das? Bibliothekar als Vorleser. Und halt. Leute, die Let's Plays oder so machen. Oh, jetzt haben wir den Grafikfehler. Schön. Viel zu viel reden. Viel zu viel reden. Also hier irgendwie die Crit-Chance. Ich mache jetzt nochmal einen Punkt hier rein. Der Cooldown ist ja nur plus 2, also sind 6 plus 2, 8. Also hier ist es 6, ja. Plus 2. Ist 8. Ist ja nicht viel langsamer. Also, wie sollen wir jetzt das machen? Hungry Souls brauche ich ja eigentlich nicht mehr. So. Und dann immer schön Minions verstärken. Bisschen transplantieren, ne? Wir sind ein Mediziner. Gegner rein. Ist ja recht chillig. So, in den nächsten Part kommen ja die neuen Gebiete. Also ich bin ja in dieser Kanalisation schon gewesen, aber hat aber meistens ja eher Bock gehabt aufs Mappen und einfach Items finden. Jetzt könnten wir nämlich dann schon ziemlich am Anfang machen, finden dann einfach weniger Items, weil auf den Maps natürlich mehr Modifikatoren sind. Aber wir können einfach kurz Maps machen, so sagen wir, ja, bis wir das erste Mal sterben und dann einfach das Gebiet weiter. Ich nehme das nicht. So wenig Minion Life zum Craften brauche ich es eigentlich auch nicht. So. Also, die Kreaturen haben eine Chance bei einem Angriff einen Frenzy Buff, also einen Raserei-Buff zu bekommen. Das ist 20% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit gibt es denen. Das ist ziemlich nett. Also genau optisch sehe ich es noch nicht. Das ist noch nicht eingetreten. Hier haben wir gesagt, noch mehr Buff. Jetzt seid ihr weg, wenn ich Transplant einsetze. Ich glaube, ich muss irgendwie rückwärts transplanten. Muss noch ein bisschen üben. Aber jetzt habe ich auch das Knochenschild. So, alle tot. Das geht schon. So, komm, runter. Ja. Weil wir jetzt eben noch so Glass Cannons sind, muss ich einfach schauen, wo ich hin teleportiere und wo ich hinlaufe. Aber kennt es sicher auch, wenn man gerne einen stärkeren Beat hätte, verzichtet man extrem auf Defensive. Wenn man ihn natürlich noch stärker machen will. Aber jetzt momentan levele ich so schnell, dass ich kaum zum ja, Spielen komme, immer nur leveln muss. Steppen muss. Quicklash Chance Multiplier ist natürlich auch wichtig. Noch irgendwas haben wir. Ja, das Level hat sehr schnell. Jetzt haben wir ganz viele Minions. Ja, der Cooldown ist von Transplant. Reflection! Ja, gestern Abend auch noch ein bisschen Sacred 2 gespielt und ich habe wieder einen Mentalist gemacht. Also, ich hatte ja anfangs ein bisschen getestet, die Items noch nicht so gehabt. Und der ist extrem stark geworden. Also,
Ist einfach bedenken, ihr tut die Gegner so ein bisschen zusammenpullen und dann diesen recht großen AOE-Angriff einsetzen. Und den AOE noch größer machen könnte, habe ich auch nicht dafür entschieden. Und dann bekommen sie auch noch recht viel Dot über. Das ist wie zum Beispiel hier einfach ein Dot-Angriff, zum Beispiel bei Path of Exile. Dieser Essence Drain Skill. Oder auch eben diesen Life Drain Skill vom Leash. Und eben plus, also Schaden, Instant Schaden plus Dot in erhöhtem Sinne. Dann macht es die Gegner, also lässt es weniger schnell angreifen. Und sie bekommen noch eine Art ja, Zustand, wo sie nicht so, wie sagt man diesen Einfluss? Es ist nicht Fear, also sie bekommen nicht Angst. Aber einfach diese Passivität, die stehen manchmal nur da und bewegen sich nicht. Das ist extrem stark. Ist vielleicht auch nicht unbedingt gewollt vom Spiel. Aber es gibt es natürlich in Last Epoch und Path of Exile nicht. So einen mächtigen allgemeinen Angriff. Ja. Und dann gibt es ja noch Maelstrom. Und eine Schutzbuff und den temporären Buff auch noch. Ich denke, ja, weil der Mod so mega schwer ist, Enhanced Edition Mod, würde ich mal diesen Pilz nehmen. Er ist sogar stärker als BFG Seraphim. Ja, und da gibt es heute, denke ich mal, ein Livestream dazu. Nichts dazwischen kommt wie ein GTA Roleplay Server. Ja, hier haben wir noch einen Schranze. Ich gehe immer gerne noch ein bisschen weiter kommen. In diesem Gebiet vor dem Dreadnought, diesem ja, Hafengebiet, gibt es einen Weg nach Süden, so ungefähr in der Mitte vom Level. Also bevor ihr geht runter das Level und dann geht ihr nach links bis zu Dreadnought. Und da wo ihr runter geht, geht ihr noch weit, also ein bisschen nach links, aber dann gerade wieder runter. Und dann findet ihr noch eine geheime Kiste und einen Gegner, der bisschen besser droppt. Finde ich sehr toll, dass sie so Nebengebiete einbauen. So, jetzt haben wir leider ja 32 und 36. Das ist reicht für ein Video. Ich bedanke mich für Zusehen. Ich gehe jetzt eben einfach zum Vapen, zum nächsten Gebiet, mache dort die Quests. Weil die haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und vor dem Endboss mache ich dann die nächste Aufnahme. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss. Ich, ja, irgendwann, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Folge. Tschüss.